Dieses Zimmer scheint mir zu gehören. Anders kann ich mir nicht erklären, dass man mich hier sein lässt seit so langer Zeit. Es sei denn, dass irgendeine Macht es wollte. Vielleicht habe ich das Zimmer beim Tod der Person, die vor mir hier war, geerbt. Ich forsche da nicht weiter nach. Es ist ein ungewöhnliches Zimmer. Eigentlich könnte ich, wenn ich mich nicht sterben fühlte, für schon gestorben halten, beim Büßen oder in einer der Wohnungen des Himmels. Wenn ich mich heute zum Beispiel als junger Arzt, ja, im Krankenhaus vorstellig mache, dann sitzt nicht etwa der Chefarzt da, nein, nein, da sitzt der Verwaltungsdirektor da und führt auch noch das erste Gespräch. Apropos, was ist denn das überhaupt für eine Sprache? Verfahrensanweisung, so reden doch keine Ärzte, so reden Manager. Und dann immer dieses Dokumentieren, Codieren, Dokumentieren, Codieren. Die haben doch überhaupt keine Ahnung, was hier abläuft. Was machen wir jetzt? Ich werde das herausoperieren. Gut. Schneide es raus, ja? Ja. Gut. Joschka. Wo gehst du hin? Ich geh jetzt rein und sag ihm die Diagnose. Nein, das machst du nicht. Schneide es einfach raus, dann ist Schluss. Anne, ich kann nicht operieren und Chemo machen, ohne dass ich ihn aufgeklärt habe. Mein Gott, du redest immer nur über Krankheit. Dein ganzes Berufsleben lang nur von Krankheit. Ich kann es nicht mehr hören. Wirklich, rede normal mit uns. Es geht doch nicht darum, wie eine Krankheit heißt oder wie lange sie dauert. Es geht doch um ihn. Schwester Agnes, der Mann von ihr ist doch da gewesen. Und wenn ich mich nicht täusche, dann kenne ich den. Sie war nach Duisburg gezogen und hat ein Geschäft. Das hat mir die Schwester Agnes gesagt, dass die ein Geschäft. Und wo ich den Mann von ihr gesehen habe, da habe ich gedacht, Mensch, den kennst du doch. Und das ist halt schon 50 Jahre her, da weiß ich jetzt nicht so genau. Was? Ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, aber ist das nicht merkwürdig, dass die jetzt hier neben mir? Oh. Ja, sowas. Der quatscht den ganzen Tag. Wenn der Mann von ihr das nicht, der fährt wohl immer von weit her, der Mann von ihr. Jeden Tag kommt er, immer am Nachmittag kommt er von Mahl. Und da ist die Familie damals ja auch hin nach Mahl. Und deshalb kann das schon sein, dass die das... Den ganzen Tag ist die am Rumquatschen. Unglaublich. Ja, der Mann von ihr, der kommt jeden Tag, aber es muss auch einen geben, sonst stehst du da. Muss mal eine absaugen. Frau Lampe. Ja, aber ist das nicht merkwürdig? Am Tag von meiner Mutter? Am Todestag von meiner Mutter wach geworden? Was da nur aber passiert, das weiß man nicht. Aber es gibt schon was zwischen Himmel und Erde. Yeah, yeah. Aber was das ist, das ist und wie winzig die Menschen auch, das weiß man da nicht. Oh, einfach mal wegsaugen, die Frau. Schwester. Zum Zeitpunkt meines Eintritts in den ärztlichen Beruf verpflichte ich mich feierlich, mein Leben dem Dienste der Menschheit zu weihen. Ich werde meinen Beruf gewissenhaft und würdig ausüben. Die Gesundheit meines Patienten wird meine erste Sorge sein. Ich werde das Geheimnis dessen, der sich mir anvertraut war. Mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln werde ich die Ehre und die stolzen Überlieferungen des Ärzteberufes aufrechterhalten. Ich gelobe dies feierlich, frei und auf meine Ehre.